Wir bauen eine Gruppe auf. Ich denke, dass Gruppierungen, die die Verhältnisse als Bedrückung empfinden, dass diese nicht zögern werden, Bomben in das aus ihrer Sicht verkrustete Bewusstsein der Gesellschaft zu schmeißen. Diesmal werden wir Widerstand leisten. Wir haben eine Verantwortung vor der Geschichte. Die Wahrheit ist aber, dass die Proteste dieser Studenten unseren Staat als Polizeistaat entlarvt haben. Guck mal, was hier los ist! Seid ihr bescheuert oder was? Du musst das als Rebellion begreifen. Diesmal werden wir nicht tatenlos zuschauen, wie sich der Faschismus breitmacht. Der Raster wird immer kleiner. Am Ende bleiben nur zwei oder drei Verdächtige im Raster hängen. Kaltblütig abgeknallt. Ganz klar gibt's einen Schießbefehl. Die machen jetzt gezielt Jagd auf uns. Wir werden die politischen Verhältnisse ändern. Wie soll das denn gehen? Wir machen das. Und wenn wir dabei draufgehen? Der amerikanische Imperialismus macht vor nichts Halt.